am Tisch. Ja, es ist 8 Uhr und in 2 Stunden um 10 öffnen wir hier die Tore für ungefähr 350 Besucher unseres 20. Hamburger Wohlfühlmorgens, den wir Malteser zusammen mit der Caritas und weiteren lokalen Initiativen hier heute veranstalten. Es wird viel gearbeitet und es ist noch ein bisschen zu tun, bis es gleich um 10 Uhr losgehen kann. Wir sind die Tiertafel. Wir unterstützen heute Bedürftige mit ihren Tieren und geben heute Futter und Zubehör aus. Die Motivation ist dabei, dass wir selber alle Haustiere haben und wissen, dass natürlich das Tier einfach und auch eine sehr große psychische Stütze sein kann für viele Menschen. Mauern herunterzureißen, das ist die große Sache, die man immer wieder tun muss. Dafür ist der Wohlfühlmorgen da. Und in dem Sinne sage ich ein vielgeschmähtes Wort: Wir schaffen es. Mal sind wir hier jetzt. Wir haben uns jahrelang vorgenommen. Hast du noch ein Ei? Ja. War zu spät. Genau, wir haben es jahrelang vorgenommen gehabt, aber nie geschafft. Leider. Ja, dieses Jahr ist es vorgenommen worden. So, wenn du zuerst, ne? Schatz? Ja, normal ist. Hat er dir überlassen. Dankeschön. Ich kenne ihn ja schon länger und mache halt eben auch auf dem Kiez halt eben Werbung für den Wohlfühlmorgen. Bei meinen Bekannten im Elbschlosskeller und so weiter, wenn ich Leute treffe. Wir wollen auch hier zum Friseur und mal gucken, was wir uns so geben. Ich auch. Ich werde auch gleich noch zum Friseur gehen. Und eventuell noch zur Massage, Rückenmassage. Okay. Massage klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Und dann gibt es ja auch noch wieder dieses Mal halt eben den Fotografen, Porträtfotos macht, die in Schwarz-Weiß. Perfekt, das Weihnachtsgeschenk. Nummer 20 für die Friseure. Das letzte Mal beim Friseur war ich vor, oh Gott, mehr als 10 Jahre. Schön warm. Ich bin gespannt, wie ich danach aussehe, weil ich nicht weiß, wer mich frisieren wird. Ich habe vorhin auch schon mal einen Blick riskiert. Und ich gehe mit positiver Energie da durch. Wir generell, die halt nicht das Geld haben, um viel zu machen, lassen sie uns das auch einmal dann gut gehen. Und wir wurden beim Frühstück bedient, was sonst eigentlich nur andere Gesellschaften haben. Ja, es gibt hier halt, ne, Friseur, was man sonst auch nicht sich immer leisten kann. Ich war zum Beispiel das letzte Mal vor 6 Jahren beim Friseur. Und genau, ne, hier kann man Fotos machen und mal gucken, was hier noch so alles ich nachher mache. Wir sehen jedes Jahr immer wieder alte Gäste, die auch wieder hier neu erscheinen und aber auch immer wieder neue, und wir versuchen einfach die Menschen glücklich zu machen. So. Ja. Das ist doch ein schönes Weihnachtsgeschenk hier. Ja. Sehr schön. Ich erkenne mich überhaupt nicht. Jetzt bin ich aber auch gespannt, wie mein Freund aussieht. Das ist ein besonderer Moment hier für mich einmal im Jahr, und ich kann einfach Menschen beschenken, und das ist eigentlich das Größte. Aber das geht hier allen so, das ist für die Schüler genauso wie für Lehrer, für Eltern oder Friseure, die kommen gerne hierher und schenken den Menschen einfach was. Und die Dankbarkeit ist groß. Ich erkenne dich auch nicht wieder. Du erkennst mich nicht wieder? Nein, nicht wirklich. Mir hat es gut gefallen, komm nächstes Jahr wieder und genau. Nächstes Jahr ist dann die Massage dran, würde ich sagen. Genau, wir haben heute einiges nicht erleben können leider, und weil wir ein bisschen spät dran waren, aber nächstes Jahr kommen wir rechtzeitiger und dann können wir auch noch mehr mitnehmen. Genau. Schönen Dank für alles, ne? Vielen Dank für alles.